herzlich willkommen zu einem neuen Video und wir sind wieder im Doppelpack. Uns gibt's wieder zusammen nach fast 4 Wochen, die wir uns nicht gesehen haben. 24 Tage, um genau zu sein, haben wir uns endlich wieder. Ja. Und in dem Video erzählen wir euch, wie sich das für unsere Beziehung ausgewirkt hat, wie die Zeit in Berlin für Melli war, wie die Zeit in der Natur hier für mich war. Und wie es weitergehen wird. Wo wird unser nächstes Reiseziel sein? Genau. Aber jetzt bin ich hier wieder im Van Life und ich freue mich richtig und ich merke, ich fühle mich super wohl und ich habe das sehr vermisst. Es war toll in Berlin, hat mir echt Spaß gemacht, aber auf jeden Fall fühle ich mich in der Natur und im Van momentan viel wohler und deswegen machen wir heute einen kleinen Roadtrip. Wir fahren in die Pfalz und da freue ich mich jetzt riesig drauf. Ja, ich habe mir was Schönes für Melli ausgedacht und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an und fahren los. Ja. Jo, wir sind jetzt angekommen und jetzt gehen wir hier mal eine kleine Runde spazieren. Haben uns hier so einen Wanderweg ausgesucht, hinter uns ist ein Sportplatz. Ting-Tong haben wir hier abgestellt und hinter uns geht es jetzt in den Wald. Und dann erzählen wir euch, wie das so für mich war und wie das so für Melli war. An dieser Stelle leider pausieren. Melli ging es schlagartig nicht so gut und jetzt laufen wir zurück in den Van und machen ihr mal einen Tee und sie legt sich hin. Vielleicht geht es ja danach, hoffentlich geht es ja danach auch wieder besser. Wir haben ja heute ein bisschen anderes geplant, aber so ist das manchmal. Ich werde jetzt erstmal einen warmen Tee machen und gut, dass wir unser Zuhause immer dabei haben. Wenn C ist, bedeutet negativ. Bei C. Ist schon erschrocken, ne? Oh Mann, ey. Wenn beide sind, T und C, das ist dann positiv. Wenn beide Striche. Bedeutet negativ. Tju. Gott sei Dank. Ich hab's gerade verwechselt. So, jetzt habe ich ein bisschen geschlafen und es geht mir viel besser. Keine Ahnung, was das jetzt war. Am Montag habe ich auf jeden Fall einen Arzttermin zur Blutabnahme. Vielleicht fehlt mir auch irgendwas, Eisen, Magnesium. Keine Ahnung, das werden wir dann am Montag erfahren. Aber jetzt bin ich wieder fit und wollen jetzt nach Bad Dürkheim noch eine Runde laufen gehen. Ich habe auch ein bisschen geschlafen, war dann auch irgendwie voll nicht zu müde und fühle mich auch gut. So, und jetzt erzählen wir euch mal, wie es für mich in der Natur war und für Melli in Berlin. Ja, ein paar wollten gerne wissen, wie es in uns ergangen ist in diesen 3,5 Wochen. 24 Tage. Genau, wo wir jeder für sich war. Kabelgedöns. Und genau, wer mag denn anfangen? Ich kann anfangen. Also ihr habt ja gesehen, ich habe 2 Videos produziert und auch im Hintergrund noch ein bisschen mehr gearbeitet, habe am Van viel renoviert. Ja, richtig schöne Sachen. Eine Schublade gebaut und vorne einen Eingang. Unser Van ist schon immer gemütlich, aber man wird halt nie fertig. Nee, das ist wirklich wahr. Bin auch selbst gar nicht fertig geworden in der Zeit. Habe mir auch ein bisschen Zeit für mich selbst genommen und ein bisschen gezockt. War Fahrradfahren. Habe die Zeit eigentlich so auch gut rumgebracht, aber ich habe die schon ganz dolle vermisst. Das hat mir schon gefehlt. Also das ist mir schon schwer gefallen, Routinen irgendwie zu halten, die wir sonst zusammen haben. Ich konnte abends auch
eigentlich ganz gut einschlafen, aber es musste halt irgendwie, ja, irgendwie was laufen. Musik oder ich bin bei einer YouTube-Doku eingepennt. Und das ist mir dann nicht so einfach gefallen, wie ich mir das anfangs vorgestellt habe. Ich dachte, ja, ist kein Problem, aber das war dann doch schon so eine Herausforderung. Und ich habe auch gemerkt, nach einer Zeit hatte ich weniger Motivation, neue Dinge zu erleben. Vielleicht auch, weil wir vorher so viel erlebt haben gemeinsam und ja, aber das war so. Du hattest in Berlin aber so das Gegenteil, ne? Von Ja, also Natur. natürlich war er halt bei einer Freundin und wir haben super viel zusammen gemacht und klar, in Berlin hat man immer, kann man immer was erleben und man wird halt abgelenkt von vielen Sachen, tollen Cafés, tollen Restaurants und ja, also tagsüber war es auch immer richtig toll. Ich habe zwar gemerkt, dass ich immer so ein bisschen müder war von dem Stadtleben, glaube ich. Das ist nochmal eine viele Eindrücke, das ist manchmal schon viel gewesen, aber ja, war es trotzdem, es war trotzdem sehr schön. Manchmal habe ich mir natürlich David, ja, habe ich mir gewünscht, dass er dann auch das miterlebt, weil ich wusste, dass ihm das ein oder andere auch gefallen wird, was da ist. Und ja, so. Das, was mir halt schwerer gefallen ist, natürlich das Schlafen, weil das ist dann schon eine Gewohnheitssache, wenn man dann doch immer zusammen ins Bett geht. Und ja, das war dann so ein bisschen am Anfang sehr ungewöhnlich. Ja, ging dann zwar, aber trotzdem war ich dann schon sehr froh, als wir wieder zusammen Ja, das war richtig Bettchen schön. Als ich Melly das erste Mal nach 24 Tagen dann waren. im Bahnhof gesehen habe, war das schon richtig schön. Ja, es war schon sehr aufregend, dass dieses Gefühl hat man ja irgendwann nicht mehr, wenn man natürlich 74, 74 Stunden am Tag, ja. 24/7 zusammen ist, dann hat man nicht mehr dieses krasse, aufgeregte Gefühl. Wenn man halt einen dann schon 3,5 Wochen nicht gesehen hat, dann war das schon nochmal so eine, ja, so ein anderes Gefühl, so ein bisschen dieses, weiß ich nicht, wie kann man das erklären? Ein bisschen Frische kam da Ja. wieder rein, würde ich jetzt mal so sagen. Und ich glaube, Ja. das war dann auch ganz schön. Vor allen Dingen ist es auch im Nachhinein einfach schön zu wissen, ja, dass jeder trotzdem auch irgendwo sein Ding machen kann. Es ging ja nur da, es ging nicht darum, dass wir jetzt 3,5 Wochen unbedingt voneinander getrennt sein wollten, um dieses Experiment mal zu haben, wie ist es alleine zu sein, sondern wir hatten einfach unterschiedliche Interessen. Ich wollte halt ein bisschen mehr Stadtleben, David wollte ein Stadtleben nicht haben, er wollte halt mehr in der Natur bleiben und dann mussten wir halt einfach mal so jeder an sich denken und einfach gucken, ja, was er macht, dass man sich halt nicht von dem Partner abhängig macht in seinen Bedürfnissen und ich würde sagen, es hat aber super gut Das hat geklappt echt gut und geklappt, ja. Wir haben uns jeden Tag gehört, immer eine Sprachnachricht oder einen Anruf gehabt, ja. Das war mindestens richtig einmal am schön. Tag. Und die 5 Tage, deine letzten 5 Tage in Berlin war ich ja da. Und das war auch Genau. richtig schön, die letzten 5 Tage. Haben wir ja Kaffee getrunken zusammen, du hast mir alles gezeigt, was du vorher ausprobiert hast und für gut befunden hast. Genau, das war schon echt Ja. richtig schön, dass er sich sogar vorstellen kann, vielleicht nächstes Jahr auch noch mal ein paar Wochen in der Stadt Ja, zu hat mir leben. überraschenderweise gut gefallen. Vielleicht Berlin oder vielleicht irgendwo anders. Ja. Aber 2 Wochen haben wir gesagt, dann vielleicht Ja, war auf jeden Fall eher. ja schönes Wetter und zwar auf jeden Fall ja eine schöne Erfahrung. Kontrastleben zu dem, was ich vorher hatte. Ja. Aber jetzt sind wir auf jeden Fall froh, wieder ja, zusammen zu sein und wieder Am zusammen Anfang zu fand ich reisen. es auch richtig toll in Berlin und dachte mir, ach, vielleicht kann ich mir sogar mal wieder vorstellen, Stadtleben und so. Natürlich alles neu, ein bisschen aufregend. Ich mag ja sowieso schon auch zwischendurch, wenn wir reisen, auch mal gerne so Städtetrip zu machen. Und aber jetzt dann doch nach 3 Wochen oder 3,5 Wochen, ja, war dann doch die Van. Also doch dann die Erkenntnis, dass Vanlife dann doch eher noch momentan mehr zu mir passt. Ja, Gott sei Dank. Sonst hätte ich hier Auch umsonst wenn ich trotzdem renoviert. gerne ab und zu in der Stadt bin. Und es soll auch so sein, weiterhin. Ja, das können wir uns ja immer wieder leisten. Ne? In unserem Leben dürfen wir das so machen. Wir machen das, was wir wollen. Genau. Würde ich mal sagen. Das dazu, wie es für uns war, die 4 Wochen. Ja, und jetzt geht's, wie du gesagt hast. Ja, weiter mit Vanlife. Ja, aber erstmal nach Bad Dürkheim, ne? Achso, ja, stimmt. Erstmal nach Bad Dürkheim. Jetzt gehen wir mal nach Bad Dürkheim. Gucken wir Okay. uns mal ein bisschen Bad Dürkheim an. War schon ewig nicht mehr dort. Ja, kleine Wanderung mal wieder. Ja. Hoffentlich werden wir jetzt nicht wieder so müde wie von der ersten. Jetzt sind wir wieder fit. 20 Minuten später. So, Leute. Wir haben echt versucht und überlegt, ob wir jetzt das YouTube-Video heute zu Ende drehen und ob wir uns noch die Sehenswürdigkeiten hier angucken in der Pfalz. Aber ja, irgendwie fühlen wir uns immer noch nicht so fit. Mir geht zwar besser, aber ich habe auch eine Ibo genommen.
Und habe aber jetzt vorhin meine Temperatur gemessen und die liegt bei 37,6. Das ist halt schon eine leicht erhöhte Temperatur. Ja, keine Ahnung. Jetzt sind wir einfach zu schwach und David fühlt sich irgendwie auch nicht so fit. Mhm. Wir haben jetzt schon einen Corona-Test gemacht bei mir. Der war jetzt negativ, aber es hat ja noch nichts zu bedeuten. Wir werden jetzt auf jeden Fall heute und morgen nochmal uns testen und das Ganze jetzt mal beobachten. Vielleicht hat es uns ja dann doch erwischt. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Think positiv. I hope. Ja, also wir hatten jetzt echt halt einfach überlegt, ja, wir hatten ja auch was vor fürs YouTube-Video und wollten euch auch jetzt im ersten Video, seitdem wir uns wiedersehen seit 4 Wochen, auch ein bisschen mitnehmen, tolle Sachen zeigen. Und dann haben wir gedacht, komm, Schlaf ist eine gute Medizin. Aber jetzt kriege ich leider hier hinten auch so ganz leichtes Kopfziehen. Und es macht ja keinen Sinn, jetzt so zu tun, als wäre alles easy peasy. Irgendwie fühlen wir uns schlapp, wie Melli schon gesagt hat, und auch nicht so motiviert. Und deswegen fahren wir bei meinen Eltern vorbei, holen uns 2, 3 Schnelltests, ein bisschen was zu essen und dann legen wir uns. Das Ganze natürlich kontaktlos. Kontaktlos. Mit alles vor die Tür gelegt, ja. Und dann legen wir uns halt ins Bett und gucken, ob wir uns morgen, übermorgen besser fühlen. Ja, ansonsten, ist es halt so einfach. Ja, melden wir uns einfach morgen, ne? Genau. Jetzt machen wir uns aber gemütlich im Bett, gucken Netflix. Ja, es ist halt leider anders gelaufen wie gedacht. Auch ein bisschen schade, weil wir hatten noch ein paar, ein paar Dinge zu tun, jetzt übers Wochenende. Ein bisschen Arbeit, die jetzt liegen bleibt, aber das ist dann halt einfach so. Naja, wir müssen erst mal gucken, wie wir uns morgen fühlen. Es wird ja schon jetzt einfach besser. Vielleicht müssen wir uns einfach ein bisschen ausruhen. Ja, ich denke auch. Ausruhen ist ganz gut. Jetzt koche ich uns aber erstmal was Gutes zu essen. Es ist eine komische Mischung, sagt Melli, weil es gibt Drillinge mit Eiersoße und Kichererbsen. Ist doch komisch, oder? Aber es ist auch ein komischer Tag heute, deswegen passt das. Ich glaube, das. Ja. Das wird uns schon sagen. Lassen wir uns mal überraschen. Wir werden alle alt. Zum Glück. Zum Glück. So, ich leg mich wieder hin. Ich bin ja ein bisschen kranker als du. Und wie schmeckt's? Sehr lecker. Wie schmeckt diese komische Kombination? Sehr gut. Eine komische Kombination schmeckt sehr lecker. Ja, manchmal sind es die komischen Kombinationen, die einem sehr lecker schmecken. Ja, manchmal sind wir der Hund und manchmal halt der Baum. Heute waren wir eher der Baum. Na, nächste Woche läuft sicherlich besser und dann freuen wir uns natürlich wieder, wenn ihr einschaltet. Und wir sagen, glaube ich, das allererste Mal seit sehr langer Zeit bei Tageslicht. Gute Nacht, bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss.